mich ist es unglaublich interessant, nach 5 Jahren, glaube ich, euch alle wieder treffen zu dürfen. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren eine gute Tradition der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol, zwischen Ostbelgien und Tirol und vielen Gemeinden und Partnerorganisationen. Ich denke an die Alpentage, an das Tirolerfest, an viele andere Dinge, die uns verbinden. Und diese Art der gelebten europäischen Freundschaft ist, glaube ich, gerade in den Zeiten, die wir derzeit erleben, wo wieder Krieg in Europa herrscht, von ganz besonderer Bedeutung. Und das sind keine Sonntagsworte. Diese Freundschaften entstehen nicht nur auf dem Papier. Man braucht Verträge. Davon hat Franz Josef viele schon ausgehandelt. Wir haben eben gesehen, wie das geht. Frau Landesrätin, dieses Versprechen vergisst er nie. Kommt er auf jeden Fall wieder zurück. Aber diese europäischen Freundschaften, sie leben ja von den Menschen, die sich begegnen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir Erwachsene hier miterleben dürfen. Und das ist vor allem auch das, was die Kinder erleben. Ich bin viele Male hier gewesen. Ich habe aber umgekehrt auch viele Tiroler Kinder bei uns in Ostbelgien gesehen. 9-mal, glaube ich, haben wir in Ostbelgien Tiroler Kinder empfangen dürfen. Umgekehrt ist das jetzt das 11. Mal. Und wenn ich das mal so grob überschlage, dann sind mit diesem Projekt, das wir vor allem auch dir, Franz Josef, zu verdanken haben, dass wir auch der Unterstützung der Kiwanis Clubs verdanken, etwa 450 Kinder glücklich gemacht worden. Und ich finde, das verdient eine große Anerkennung für dieses ehrenamtliche Engagement, dass das überhaupt möglich gemacht hat. Vielen Dank dir, Franz Josef. Vielen Dank euch auch, liebe Vertreter der Kiwanis Clubs. Übrigens auch ein Zeichen der europäischen Freundschaft, dass die Kiwanis länderübergreifend in solchen Fragen zusammenarbeiten. Ich kann dir versprechen, Franz Josef, ich werde dich auf jeden Fall weiter unterstützen, weil ich vom Mehrwert dieses Projektes wirklich felsenfest überzeugt bin. Und ich bin mir auch sicher, dass die Landesrätin ein gutes Wort beim Landeshauptmann einlegen wird, um weiterhin diese Projekte zu fördern. Ich bin übrigens sehr froh, das ist in Ostbelgien nicht jedem bewusst, also eine Ministerin, würden wir sagen, also eine Vertreterin der Landesregierung hier persönlich zu uns gekommen ist. Das ist auch ein Zeichen der Anerkennung, ein Zeichen der Wertschätzung. Und weil wir ja ein bisschen Öffentlichkeit hier haben, das Beste zum Schluss. Ich glaube, Franz Josef verdient nicht nur Applaus, er verdient auch einmal eine staatliche Anerkennung. Ich bin dem König dankbar, auch dem belgischen Premierminister, auch wenn ich ihn nicht habe begleiten dürfen nach Südafrika, dass Franz Josef in sehr absehbarer Zeit den höchsten belgischen Orden bekommen wird, den es überhaupt gibt, den belgischen Leopoldorden. Das wollte ich dir mitgeteilt haben. Meine Lieben, lieber Olli, ein großes Dankeschön. Und ich bin stolz und werde, solange ich lebe, an die Sache arbeiten. Danke. So, lassen wir mal weitergehen.